Hey Leute, willkommen zurück. Mein Name ist Gelator und weiter geht's mit Nihou. So, wir machen diese Mission. Die Schlacht an der Oshai-Brücke. Ich kann es selbst kaum glauben, aber anscheinend ist ein riesiger Geist an der Oshai-Brücke aufgetaucht, greift alle an, die sie überqueren, und stiehlt ihre Waffen. Bei einem Yokai wäre das eine Sache, aber wie kann ein Geist Menschen angreifen? William, gehst du für mich mal auf der Sache auf den Grund? Okay, wir gehen der Sache auf den Grund. Okay, let's do it. Okay, diese Brücke kennen wir schon, hier waren wir schon mal. So, auf jeden Fall, oh, ganz viele Leichen. Was gibt's denn da? Oh, so gleich zwei Stück. Und noch ein Krieger. Ja, dann komm du mal als erstes. Ich tue den Debuffen, er bufft sich wieder. Interessant. Boah, der frisst ja voll. Der hat ja so viel Leben. Warum hat er so viel Leben? Kann ich ihn einfach runterstoßen? Komm mal her. Autsch, das tut doch weh, hör auf damit. Oh, der hat wirklich sau viel Leben. Wie soll ich denn killen? Die Brücke runter. Ja. Nein, der fällt nicht runter. Der fällt ja nicht runter. Fall runter. Nein, der ist nicht runtergefallen. Komm, fall runter, fall runter. Fast, fast. Nein, der hat doch schon gewackelt. Der hat doch schon gewackelt. Ach komm schon. Okay, die Hälfte haben wir schon abgezogen. Na komm. Ich krieg seine Verteidigung nicht durchbrochen. Ultimativer Buff oder was? Nein, lass mich in Ruhe. Woher kommen die denn jetzt her? Nein, nein. Ach, nee. Wie soll ich den besiegen? Naja, müssen wir probieren. Mal. Auf jeden Fall, der hat so viel älter aus. Ja, also immer schön von hinten angreifen. Das macht den meisten Schaden. Na komm. So, jetzt weichen wir erstmal ein bisschen aus.
Na komm. Oh, bist du so langsam? Jetzt kommen gleich diese zwei Viecher. Wenn du die Hälfte... Autsch! Oh Mann, dieser Gegner zieht sich echt extrem. Das ist halt ein scheiß Gegner, was willst du machen? Wann kommen denn eigentlich diese Teile? Also zumindest, ich glaube, bei der Hälfte seiner HP. So, jetzt kommen die. Sind die schon da? Ja, da sind sie. Die kommen nämlich jedes Mal, wenn er fast am Verrecken ist. So, eins ist noch da. Okay, sehr gut. Was eine Attacke. Wie der sich mitdreht. Ja, der ist runtergefallen. Ah, oh, sehr schön. Dabei habe ich wirklich gedacht, dass sie das so gepolt haben, dass er nicht runterfallen kann. Gut, der hat zwar jetzt kein Loot gegeben, aber egal. Mission completed. Juhu! Oh, sehr schön. Sehr nice. Hat ja aber auch gedauert, ne? Hier. Hauptsache besiegt. Das war es also. Es klingt nach dem Werk eines Mannes, der aus deinem fremden Land kam, um dich zu verfolgen. Selbst mit unseren größten Vorfahren treibt es seine Spiele. Wie weit wird er noch gehen, um dieses Land zu demütigen? William, ich danke dir im Namen des Landes, der aufgehenden Sonne. So, wir haben auf jeden Fall eine Geste bekommen, Entschlossenheit. Dann eine ziemlich geile Kriegsaxt, Buch der Regeneration. Reinkarnation, das ist, damit ich quasi meine Punkte wieder neu vergeben kann beim Altar. Und ein Geiststeinbrocken, zwei Stück. Nicht schlecht. So, dann will ich natürlich mal diese Axt angucken, die wir bekommen haben. So, 338, oh, 390. Ja, das ist nicht schlecht. Und sie macht Wind. Das heißt, wenn wir jetzt eine Windwaffe brauchen, haben wir zumindest eine Windwaffe. Schade, dass hier kein Element in der Waffe ist. Na gut, so viel dazu. Ja, dann werde ich den Part hier beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, like das Video, teile es und lass mir doch ein Abo da und Kommentare. Ja, würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und bis dahin sage ich bye bye, winke winke und ciao ciao.